to bury me. I'm not okay, and it's not alright. Won't you drag the lake and bring me home again? Moin Leute und herzlich willkommen hier mal zu einer Runde The Witcher 3. Da wollte ich vor Ewigkeiten schon mal ein Video zu machen. Es ging einfach aus zeittechnischen Gründen nicht. Ich habe das Spiel auch nicht wirklich lange gespielt, muss ich dazu leider sagen. Und jetzt in der Weihnachtszeit, wo ich jetzt auch endlich 2 Wochen Urlaub habe, habe ich mir das Spiel einfach mal wieder angeguckt. Gestern einfach nur zum Reinschauen und sind dann doch ein paar Stündchen Spielzeit geworden. Und ich wollte einfach mal was zu dem Spiel der polnischen Entwickler CD Projekt sagen, wie mir das so gefällt, denn ich bin, ich hab's so mit Rollenspielen, das ist das Problem. Ich kann mich an Rollenspielen nie wirklich lange aufhalten. Ich verliere sehr schnell die Lust, die Motivation und das finde ich immer sehr, sehr schade, denn eigentlich will ich's ja immer dann spielen. Es gibt auch nicht wirklich viele Rollenspiele, die mich wirklich gefesselt haben, also die 2 größten, die ich nennen kann, sind unter anderem Fallout 3 und Skyrim, wobei Skyrim sogar noch eher mich in seine Welt ziehen konnte. Das ist hier dann so ein bisschen, oder ist das die Pflanze, die ich brauche? Nicht, aber trotzdem mal mitnehmen, komm her. Und deswegen versuche ich gerade so ein bisschen mit The Witcher warm zu werden und das ist gar nicht so schwer, denn mir gefällt wirklich die Welt sehr gut. Also erstmal ist die gigantisch, das Spiel sieht unfassbar gut aus. Und ich mag die ganze Stimmung in dieser Welt, die ist sehr, sehr düster. Du hast immer mal wieder wirklich große Leiden, denen du begegnest. Ich war letztens erst in einem Dorf, da wurden die Bewohner von Banditen angepöbelt und eigentlich hätte ich es auch einfach auf mich sitzen lassen können, aber dann habe ich denen dann doch mal gezeigt, dass man mit dem Schwert sehr gut Köpfe von Schultern trennen kann. Also wenn ich dann höre, wie so ein Bandit jemandem sagt, du hier wieder, du gibst uns Geld oder wir kommen mal ein paar mehr Leuten und zeigen deiner Schwester mal, die man die ordentlich durchrapt, ne? Aber da platzt mir dann auch schon der Kragen, ja, da muss ich doch mal dazwischen gehen. Und allgemein, ich mag das Kampfsystem, ich mag die Spielwelt, ich mag die Atmosphäre. Das ist schon wirklich pervers, das Spiel. Und ich habe mir gedacht, komm, wir... Der Kopf ist immer noch da dran, ne? Soll der Kopf eigentlich da permanent dranhängen? Ich habe so einen Greifblatt gemacht, ich sollte ihn zu so einem Typen bringen als Souvenir, aber jetzt hängt der Kopf bei mir die ganze Zeit am Pferd runter. Ob das so sein soll oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Nee, sind Level 7, die lasse ich mal schön in Ruhe. Das möchte ich jetzt doch ungerne. Na, komm mal, ein bisschen Gas geben. Auch schön dieses Autoride-Feature, das fährt halt automatisch so ein bisschen dem Weg folgt. Warte mal, was? Wie ist denn das? Aber das Problem, du willst eine Hauptquest und triffst dann ständig irgendwelche anderen Leute. Du kriegst auch ständig Gespräche mit über Hexer. Wir sind ja ein Hexer. Und die sind halt nicht so beliebt in dieser Welt. Und ich war auch letztens, ich tut mir leid, dass ich jetzt hier rumstehe, aber ich möchte es einfach mal ein bisschen erzählen. Ihr könnt so lange die Welt auf euch wirken lassen, das sieht so gut aus. Ich war in einer Bar und der Wirt meinte so, ey Alter, da kommen jetzt ein paar Typen, ey, hau mal lieber ab, du. Und die kamen dann halt da rein und haben mich dann direkt angepöbelt, so, ey, wer bist du denn, hä? Na, 2 Schwerter auf dem Rücken, musst was kompensieren, du Flachpfeife, mich richtig hart beleidigt. Und dann hatte ich halt die Entscheidungsgewalt, ob ich mich jetzt einfach umdrehe und die absteche. Ob ich ihnen sage, wer ich bin, also ein Hexer, die andere Option habe ich gar nicht gefunden. Und ich hätte ja gerne abgestochen, ne? Aber ich habe mir gedacht, komm, ich sag dir, dass ich ein Hexer bin. Und er sofort, ja, ich habe 2 Schwerter auf dem Rücken, weil ich bin Hexer, ne? Ein Schwert ist für Menschen wie euch, eins ist für Monster. Geht mir nicht auf den Sack hier, ne? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Dann haben die sich auch ganz schnell kleinlaut hingesetzt und gesagt, ah fuck, Alter, ein Hexer, so ein Scheiß. Und habe dann von dem Wirt, aufgrund dafür, dass ich da keinen Streit angezettelt habe, Informationen über mein aktuelles Ziel bekommen. Und ja, jetzt werden wir uns mal die Bäuerin hier vornehmen. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. So, jetzt kann ich sagen, tut mir leid, ich hab's eilig, aber... Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Ich bin ja netter, wa? Obwohl die netten Männer kriegen nie die Weiber. Das müsst ihr euch merken.
Aber hier kriege ich genug Weiber, das weiß ich nämlich aus zuversichtlichen Quellen. Wie, das war's? Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Ja, jetzt können wir mal sagen, komm, hier. Gut, ich repariere alles. Ich will nicht irgendwie die Story vorwegnehmen oder so. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Ich bin ja gerne der Nette, ne? So, Quest folgen. 700 Fußschritte. Da gehe ich mal lieber auf meinen guten Kumpel Plötze. Ich habe sogar eine Armbrust. Ich weiß nicht mal, wie ich die benutze. Das ist richtig bitter. Ach Gott, die Welt ist so hübsch, ey. Wirklich. Also ich als kleine Grafikkure, ich bin ja in meinem Element, möchte ich meinen, ne? Reite mich mal ein bisschen über die Wiese. Ich mag auch, wie alles sich so irgendwie im Wind mitbewegt. Und für die, die es interessiert, ich spiele das Spiel auf der maximalen Auflösung. Maximale Grafikeinstellung. Nvidia Hairworks ist aktiv. Also ich habe da... ich habe da richtig die Ressourcen am Machen, aber mein Rechner macht das ja auch mit. Aber trotzdem hält das Spiel keine konstanten 60 FPS, weil es echt schon technisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Ich glaube, ich habe hin und wieder mal 40 FPS oder so, aber es bricht nie unter 30, also es bleibt flüssig. Während der Aufnahme fühlt es sich aber doch sehr ruckelig an, muss ich sagen. Oh oh. Ach komm hier, die... Na, steig vom Pferd ab, komm her. Plötze, du bist mir ein bisschen im Weg. Wir haben auch noch so ein paar kleine Zauber. Ich habe aktuell Flammen drin, weil Flammen sind cool. Ah, gegen Meere ist aber auch. Ist aber auch fies, ne? Wo lernen jetzt hin? So, einen haben wir noch. Ich sehe jetzt... Oh, er wird durchgeteilt. Ich sehe jetzt... Ja, das Spiel ist auf jeden Fall brutal. Auf vielerlei Hinsichten. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass die Gegner sogar ihren eigenen Ausdauerbalken haben. So kann man direkt sehen, ob die sich gleich nochmal... ob die noch eine Rolle machen können, ob die ausweichen können oder... ob es das dann für die war mit ihrer Ausdauer. Das ist ein nettes Detail. Wo kann man ein bisschen seine Kämpfe planen. Schneller. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, du. Also, die Polen, die wissen, wie man gute Spiele macht. Muss ich wirklich sagen. Ich will das Video auch nicht zu lang halten. Ich möchte es aber auch nicht jetzt rumschneiden oder so weiter, weil das sollte das schon alles ein bisschen wirken. Aber wenn ihr gerne noch weitere Parts sehen möchtet, aus welchen Gründen auch immer, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder bewertet das Video positiv. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann machen wir das schon. Hier ein schönes Dorf. Über nette Gespräche, das ist schon... Die deutsche Synchro ist so... Ja... Also... Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber auch noch nicht das Braune vom Arsch. Das geht schon. Ach, guck mal. So spoilere ich hier euch nichts oder sonstige Sachen, sondern wir können einfach mal ein bisschen die Welt reiten. Und uns die schöne Umgebung angucken. Und ich finde, das ist eine sehr große Stärke des Spiels. Also das sieht echt... Ja. Kann man nicht oft genug sagen. Sieht einfach nur fantastisch aus. Ich versuch's mal, aber Level 11 ist schon sehr knackig, möchte ich sagen. Oh nee, das sieht doch ein bisschen... Oh ne, ich glaube, den schaffe ich nicht. Ne, der macht mich kaputt, Alter. Scheiße. Und jetzt auch, der hat mich auch noch vergiftet, der Wichser. Oh,
hat sich die Quest leider erledigt. So ein Mist aber auch. Komm, gehen wir mal kurz ins Questbuch. Wobei, ich muss auch sagen, mein Schwert ist auch langsam kaputt. Also eigentlich wäre es mal das Schlauste von meiner Seite aus, irgendwie mal einen Händler aufzusuchen. Ach, diese Karte, ne? Überall Fragezeichen. Ja, so viel. Das ist so riesig. Und ich hab doch nicht mal die beiden DLCs, die es ja noch gibt, die auch noch mal gigantisch sind. Boot. Lager, Heide. Banditenlager. Müsste eigentlich mal ein bisschen leveln. Weiß gar nicht, wie sieht es eigentlich mit unserem Level aus? Ich bin jetzt Stufe 3 gerade mal. Ich habe zwei verfügbare Questdinger. Müsste ich auch mal gucken, wo ich die nachher rein investiere. Alchemie, Inventare habe ich auch eine ganze Menge. Ja, mein Schwert. 42%. Das ist nicht so schön. Na komm. Aufsitzen, Musik genießen. Und, ach ja, guck mal, hätte ich mir natürlich auch schon längst machen können. Nebenquests, ja, in Stufe 10. Ach, verdammte Kacke. Wenn der raus ist. Was? Ach genau, die habe ich versehentlich angenommen. Die wollte ich eigentlich gar nicht annehmen. Hexeraufträge. Da soll ich so einen Geist töten, aber irgendwie kriege ich das nicht hin, da bin ich zu doof für. Lies das Dokument, das du gefunden hast. Hauptquest. Hexenjagd. Herrgott, machen wir die. Machen wir die! Schnell an dem Kollegen vorbei, weil der macht mich nämlich aua. Ja, ich glaube, das Spiel habe ich mir mal in so einem Sale geholt. Ich habe auch davor das erste Witcher ausprobiert. Aber damit bin ich irgendwie nicht wirklich warm geworden. Ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Aber das hier, das ist wirklich mal eine ganz hohe Messlatte, muss ich sagen. Stimmt. Ich habe in einem Gespräch erfahren, dass das Gerücht rumgeht, dass Hexer wie ich Kinder entführen. Also man kommt schon in die Welt rein. So, und jetzt finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner. Mögen die Götter dich schützen. Ich habe die Hexe selber nie. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt, kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen, haben für einige Tage gereicht. Auch schön, wie die Quests aufgebaut sind. Du fängst halt klein an und das bauscht sich dann richtig weit auf und verstrickt sich mehrfach. Also, geil, geil. Hallo. Mal diesen Topfschnitt, ne? Weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt? Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexenheiler oder weise Frauen gesehen. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist... War klar. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind.
Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Warum er da wohin ging, wa? Hey, warte. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Nee, ich will dich pupsen. Ich meine, reden, natürlich. Das Video wird mit Sicherheit wieder zu lang, ich weiß es jetzt schon. Der Teich soll ein großer Findling liegen. Das Wasser, das ist so geil. Ich bin so eine kleine Grafik. Wie alt ist das Spiel eigentlich? 2 Jahre? Ja, haben sie wohl damals schon was rausgehauen. Komm, wir gehen da mal hin. Ist ja nicht so weit. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Und wer hat auch schon mehr angelogen? Und dann sollte ich irgendwann mal gucken, ob es einen Schmied gibt oder sowas, weil die Waffe, die aktuell kaputt geht, ist mein Silberstahl und der ist für Monster gedacht. Für Menschen habe ich das andere Schwert. Das heißt also, ich kann hier das Schwert für die Menschen, der kann ich die Köpfe abtrennen und hier kann ich die Köpfe von Viechern abtrennen. Ob der wohl irgendwie wie Kirito aus SAO auch so ein Beidhändigkeits-Skill hat? Der war. Dass er beide benutzen kann, da riecht so Metzel. Ich bin wohl mal durchgeritten. Hier liegen mich tote Leute rum. Und Loot eigentlich, ne? Ja, tatsächlich. Das kann ich nachher wieder verscherbeln, weil Kohle. Ist wichtig. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Die haben alle diesen Topschnitt, ey. Sieht so kacke aus. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Oh. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Oh, viele Kräuter im Garten. Da könnte ich mir gleich mal welche stibitzen. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Ist jemand zu Hause? Ah, sie hat mich gesehen, ist direkt abgehauen. So, kurz Hexensinn aktivieren. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Rezept für. Wo kann man nämlich Levelobjekte sehen? Wo ist Rot sie ist denn wichtig. Hin? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Hier haben wir ein Pentagramm. Ein Pentagramm aus Kreis. Ha! Ich hab's drauf! Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Oh! Ich hätte jetzt gedacht, die ist irgendwie hier im Keller oder so. Ich guck trotzdem hier mal nach. Vielleicht gibt es hier noch was Gutes zu erbeuten. Alchemiepulver, Zwergenschnaps, sehr gut. Lede! Brot ist auch immer gut. Noch mehr Brot. Klaue ich die alte erstmal, bevor ich. Wer weiß nachher, was mit ihr anstelle. Okay, das ist interessant. Das Video wird zu lang, ich weiß es jetzt schon. Es tut mir jetzt schon leid. Wow. So, so. Nett hier. Wow. Kräuter. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein.
Ja, ich bin auf dem Wege, aber lass mich mal. Bäume unter der Erde, ob das geht das eigentlich? Weil Bäume, was, Licht und so weiter, ne? Sei gegrüßt, Hexer. Das ist halt eine magische Welt. Oh! Oh oh, sie badet. Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen was schneiden. Sorry, da musste ich einen Schnitt setzen. Die saß nackt. In der Wanne. Oben ohne. Das Spiel ist halt ab 18 so. Nacktheit. Ihr wisst Bescheid. Jetzt noch weniger als je zuvor. Aber für den Nippelblitzer jetzt kann ich nichts. Eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Sex! Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Für den Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Ja, nett geschriebene Dialoge. Und viel Sex. Wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Allerdings nicht in diesem Video. Ja, bleib mal ruhig. Jetzt aber langsam echt dunkel.
Ja, damit möchte ich mich fürs Erste von euch verabschieden mit Witcher 3. Wie gesagt, wenn ihr gerne noch einen zweiten Part haben wollt, wo es allgemein gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann werden wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall privat ein bisschen weiterspielen. Ein bisschen aufleveln, damit ich solche Level 11er endlich mal wegklatschen kann. Gott, man levelt echt langsam. Ich finde das Spiel wirklich sehr großartig. Und ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall jetzt mal in Steam Store reinzugucken, falls ihr dieses Spiel noch nicht habt und damit was anfangen könnt. Denn das dürfte jetzt auch in dem Winter Sale mit enthalten sein. Ich habe mir selber schon zwei Spiele gekauft. Die werden demnächst auch auf meinem Kanal erscheinen. Und zwar zwei großartige Spiele. Und ja. Wenn ihr 18 seid, auf jeden Fall zuschlagen, weil die Story ist alt. Ist schon ein bisschen knackig, das Ding. So, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und macht's gut. Ciao.